Ja, ich habe hier ein sehr, sehr schönes Geschenk bekommen von einem Direktor vom Gymnasium Schrobenhausen. Die haben ein P-Seminar in Geschichte gehabt und der hat mir, mein Freund Edmund Speiseder, hat mir dieses Ergebnis gegeben. Es sind Feldpostkarten eines bayerischen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Unter dem Titel Liebste Leni, dein Konrad, hat dieses P-Seminar Feldpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg gesammelt, die sich der Ingolstädter Soldat Konrad Kreitmeier seiner Frau Leni schickte, und sind mehr als 80 Karten zusammengekommen. Diese Feldpostkarten waren ja damals eine Verbindung zur Heimat. Es wurde eingerichtet im Ersten Weltkrieg, um eben die Verbindung zur Front und zur Heimat aufrechtzuerhalten. Und es waren jetzt nicht nur Grußkarten, schöne Weihnachten, schöne Ostern oder sowas, sondern zeigen ja sehr, sehr viel über die Psyche der Soldaten, die damals an der Front waren. Wir wissen, der Erste Weltkrieg war ja eine richtige Materialschlacht, Verdun, Somme, es waren ja richtig üble Kriege. Anders als die Kriege zuvor wurde sehr viel mit Gas gearbeitet, mit Material gearbeitet, Trommelfeuer, Maschinengewehre eingesetzt. Also viele Leute sind dort schrecklich zu Tode gekommen. Und dieses P-Seminar, ich habe jetzt hier das noch verpackt, dieses P-Seminar hat ja diese Sachen mal gesammelt. Und jetzt will ich es mal aufmachen. Reißen wir es mal auf, so, und schauen uns mal die Sachen an, was mir da der Direktor Edmund Speis wieder gegeben hat. Die Idee finde ich sehr, sehr gut, dass ich ein P-Seminar damit beschäftigt. Das blättern wir erstmal durch. Das ist gebunden. Es sind hier Ausdrucke. Es ist nicht richtig gedruckt, sondern am Laserdruck heraus. Wir haben hier ein Grußwort des Direktors. Muss man sich in Ruhe anschauen. Wenn man hier auf der Seite sieht, es geht ab August 1914, dann Juni 1915, 1916, November 1916 und dann ab Juni 1917. Schauen wir es einfach mal an. Es sind dazu Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, Ernst Jünger, Stahlgewitter. Also sind immer wieder Sachen eingestreut. Ich finde es sehr, sehr interessant, was der P-Seminar gemacht hat. Und hier schauen wir das einfach mal durch. Hier sieht man den Typen selber, den Konrad Kreitmeier, geboren am 3.12.1800. 88, und er ist gestorben, man sieht es hier, 1963. Also er hat den Ersten Weltkrieg überlebt, er ist davongekommen. Und hier schauen wir mal, wie sie es gemacht haben. Toll layoutet, toll recherchiert. Hier die ersten Postkarten, die ersten Postkartenblocks. Hier sind noch die klassischen Weihnachtsgeschichten. Gute Weihnachten wünscht deine Schwägerin Elise, bla bla bla. Also diese normale Weihnachtspost. Und hier geht es um die Bratwürste zum Beispiel. Und hier sieht man, das ist natürlich schon interessanter. Hier sind die Postkarten, die zerstörten Gegenden. Hier sieht man Artillerie, schwere Artillerie. Auch der Inhalt wird ja heftiger werden. Hier sieht man immer wieder die interessanten Bilder. Hier noch eine Weihnachtspostkarte. Also ich gehe mal weiter durch. Dann kommt ein bisschen Referate, die die Schüler gehalten haben, Kriegsgründe, Kriegsanlass des Ersten Weltkriegs, Wilhelm II. Also finde ich prima, wenn sich Schüler im Gymnasium hier auch mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Wir haben den Ersten Weltkrieg in der Schule relativ knapp behandelt. Der Zweite Weltkrieg kam mehr. Hier geht es dann wieder weiter mit der nächsten Art der Postkarten. Ich finde es eine tolle Geschichte, die hier gemacht wurde. Ein tolles Auseinandersetzen mit der Vergangenheit, mit dem Kriege. Hier ein Maschinengewehr, eine Maschinengewehrstellung. Es wird was über die Opfer geschrieben. Der Erste Weltkrieg war ja der erste Krieg, wo wirklich ein Tank, ein Panzer eingesetzt wurde. Die Briten hatten ja die ersten Panzer in die Schlacht geworfen. Es war das Zeitalter der Flugzeuge, der Rote Baron, den wir ja heute immer noch kennen. Die Jüngeren wahrscheinlich eher unter dem Snoopy. Also hier eine schöne, schöne Geschichte. Beschießung durch die deutsche Artillerie. Hier haben wir ein Flugzeug. Hier haben wir die Kriegspostkarten. Hier haben wir den ersten oder einen Friedhof.
eine tolle Geschichte, würde ich sagen. Könnten andere Schulen wunderbar übernehmen. Ja, Schrobenhausen, das Gymnasium Schrobenhausen, da kommt dieses P-Seminar her, haben natürlich auch den lokalen Aspekt beachtet. Und jetzt kommt der letzte Block, blocken wir mal durch. Zerstörte Städte hier gegenüber, andere Sachen. Ich blätter jetzt mal weiter, kommen noch weiter hier, zerstörte Wohnungen. Erich Maria Remarque, im Westen nichts Neues, Buch fantastisch, Film auch fantastisch, bitte unbedingt die alte Verfilmung anschauen. Ernst Jünger, kann man darüber diskutieren, ich habe Ernst Jünger auch gelesen, war heftig, hat mir aber nicht so gut gefallen. Ja, und dann der letzte Postkartenblock, glaube ich, war das hier. Man sieht schon, dass es zum Ende zugeht, es geht den Bach runter. Hier nochmal. Da ich bisher noch keine Nachricht erhalten habe, so will ich dir, liebste Linde, schnell ein Kärtchen schreiben. Also man sieht hier wirklich die Psyche der Soldaten, die hier an der Front waren. Und ja, da sieht man die Jungs und Mädels vom P-Seminar. Also super gemacht, Freunde. Tolle Sache. Und hier gibt es ein paar Sponsoren. Auch die sind wichtig. Prima Idee. Tolle Sache. Und ja, die Feldpostkarten des bayerischen Soldaten des Ersten Weltkriegs.